Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Buddies Personal Training. Heute aus unserer Lounge. Ich habe gedacht, ich erzähle euch etwas über unsere 8-Wochen-Challenge. Einfach ein bisschen mehr Details und ja, dass ihr wisst, wieso es sich lohnt, zum Teilnehmen. Also, erstens, die 8-Wochen-Challenge ist eigentlich aufgrund von dem ins Leben gerufen worden, weil ich das Gefühl hatte, obwohl ich Personal Trainings und Ernährungsberatungen gebe, ich kann die Leute einfach nicht engmaschig genug begleiten. Es hat verschiedene Gründe. Häufig ist es halt der finanzielle Punkt, weil sich jemand einfach nicht unbedingt leisten kann, um 3 bis 4 Mal in der Woche ins Personal Training zu kommen. Andererseits halt auch der Terminplan. Und so ist eigentlich die Idee von dieser 8-Wochen-Challenge entstanden. Jetzt zuerst einmal schnell. Ich allein kann das nicht handeln. Einfach aufgrund von dem, weil es halt relativ viele Termine sind. Darum habe ich mir noch andere Leute ins Boot geholt. Und zwar haben wir einerseits den Luis, er fängt im Januar bei uns an. Er schließt jetzt noch sein Sportstudium ab und wird mich dann vor allem bei den Gruppentrainings und Personal Trainings unterstützen. Also er wird auch eure Hauptansprechperson bei den Personal Trainings sein, wenn ihr euch für Challenge 1.1 entscheiden würdet. Der Unterschied von der Version 1.0 zu 1.1 sind eigentlich vor allem Personal Trainings. Ich gehe aber nachher noch tiefer darauf ein. Dann haben wir Seraina Reiser. Sie ist Ernährungsberaterin in einem Spital und wird mich vor allem beim Kick-Off-Event, das heisst beim Anfangs-Event, beim Schluss-Event, wie auch bei den 2 Vorträgen unterstützen. Dann haben wir Nadia, sie ist meine gute Seele im Hintergrund. Sie kommt vor allem für den Start- und Schluss-Event, auch einfach so ein bisschen als helfende Hand. Und dann bin natürlich ich noch auch vor Ort. Jetzt die 8-Wochen-Challenge ist eigentlich so aufgebaut, dass ihr 8 Wochen lang 3 Trainings pro Woche könnt besuchen könnt. Also ihr kommt auf dem App 24 Guthaben gut geschrieben über. Und ob ihr jetzt da wirklich 3 Mal in der Woche kommt oder 1-mal, 4-mal, 1-mal, 2-mal, das ist absolut euch überlassen. Die Idee ist nicht, dass man das Ganze überzieht, weil wir wollen ja schauen, was passiert in diesen 8 Wochen. Also es ist auch wirklich ein günstiger Preis für das, was wir euch geben. Und darum wollen wir nicht, dass die Stunden nachher noch benutzt werden. Dann haben wir, wie schon erwähnt, ein Start-Event, den Kick-Off. Dort kommen ihr alle Kalipermessung über. Ihr werdet gefüttert für das Vorher-Nachher-Bild. Ihr werdet gewogen natürlich. Wir erstellen zusammen einen Ernährungsplan für euch. Und ihr definiert Ziel definieren, um dann natürlich auch zu schauen, was schafft ihr bis am Ende von diesen 8 Wochen oder was wollt ihr schaffen. Das sind eure persönlichen Ziele. Ich will wirklich, dass ihr etwas dort habt, was euch selber wichtig ist. Das muss nicht das Gewicht sein, das müssen nicht Zentimeter sein. Einfach irgendetwas. Der Grund, wieso dass ihr an dieser Challenge teilnehmt. Und wir haben dort, wie gesagt, auch jemanden vor Ort, der euch hilft, die Ziele zu definieren. Weil das ist allein gar nicht so einfach. Dann haben wir einen Vortrag, wo einfach die Ernährungsgrundlagen besprochen werden. Wie gesagt, ihr bekommt einen App-Zugang über. Plus kommt ihr auch den Einkaufsberatungsguide über, der euch mega wird helfen, bin ich absolut davon überzeugt. Und wie gesagt, der Grundlagen-Ernährungsvortrag, wo ihr einfach alles über die Ernährung lernt, halt zu den Grundlagen und auch Fragen könnt stellen natürlich. Dann ist lang eigentlich so ein bisschen die Gruppenstunde. Dann kommt noch ein Vortrag über 6 Diätfehler, die man typischerweise so ein bisschen macht. Dieser Vortrag wird auch öffentlich sein. Also wenn ihr nicht an dieser 8-Wochen-Challenge teilnehmt, könnt ihr dort dabei sein. Das werden wir dann noch später alle Informationen darüber rauslassen. Und dann gibt es natürlich das Schluss-Event. Jetzt, was ich das Allerspannendste an dieser ganzen Sache finde, ist, bei diesem Schluss-Event werden wir mit den Teilnehmern zusammen entscheiden, wer hat es verdient, um nochmal eine Runde gratis zu gewinnen. Das heisst, eigentlich meine Idee, wenn ich jetzt das Ganze Anklang finde, ist, dass wir jetzt im Januar starten, für 8 Wochen, dann wird es eine Monat Pause geben und dann starten wir mit der 2. Runde. Also die Idee wäre eigentlich, dass wir 4 so Runden pro Jahr machen können und immer jemand von dieser Gruppe kann ein Ticket für die nächste Runde gewinnen. Und das ist auch nicht abhängig vom Gewicht, von der Gewichtsabnahme, von irgendwelchen Zentimetern. Das wird jemand sein, der gut motiviert hat, der immer wieder auftaucht ist, wo ja, vielleicht eben
die anderen dann auch sagen, hey, der hat es wirklich verdient oder die. Das ist vielleicht auch noch wichtig, ist für Männer wie für Frauen. Und ja, das ist eigentlich die ganze Idee dahinter. Das ist 1.0. Bei 1.1 ist der einzige Unterschied, dass er noch ein Personal Training pro Woche dazu bekommt, wo er natürlich auch völlig frei könnt Daten bestimmen könnt. Dann ist noch die Frage aufgekommen, ja, wie laufen das mit diesen Gruppentrainings? Sind das fixe Termine? Nein, sind es nicht. Ich könnte einfach bei allen Gruppenstunden, die wir ab Januar anbieten, euch eigentlich einbuchen. Also das heisst, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich habe mega wenig Zeit diese Woche, ich komme am Montag, aber ich bleibe gerade 2 Stunden, dann sind das eigentlich wie 2 Credits gewesen. Und so haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben ab 2020 noch 4 zusätzliche Gruppenstunden, die einkommen. Eine am Morgen, das wird am Dienstagmorgen um 9 Uhr Pilates sein. Es wird am Mittwochmittag eine Functional Training Stunde sein. Es wird am Montagabend von 8 bis 9 Uhr nochmal eine Bootcamp Stunde geben. Plus wird es jedes zweite Wochenende am Samstag von 9 bis 10 und von 10 bis 11 auch nochmal ein Functional Training geben. Das heisst, ihr habt eigentlich wirklich viel Auswahl. Dann, was ist noch wichtig? Genau, was natürlich noch aufgekommen ist, ist, was ist, wenn man in dieser Zeit mal in den Ferien ist oder sonst etwas ist, da sind wir natürlich kulant. Also, durch das, dass wir ja die Events alle 3 Monate wieder stattfinden lassen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Vortrag verpasst oder so, dann könnt ihr den wie einfach in der nächsten Runde nachholen. Das ist kein Problem. Es sind ja eigentlich nur 4 Fixtermine, also 2 sind eben auf die Vorträge. Und dann ist noch der Anfangs- und der Schluss-Event. Dort kommt es halt ein bisschen darauf an, wie flexibel sind ihr. Also wenn ihr auch mal schnell vor dem Bootcamp kommen könnt und ich kann euch dort vermessen oder so, ist das kein Problem. Natürlich ist es uns recht, wenn das eher so ein bisschen Ausnahmen sind, weil wir wollen ja Gruppen beieinander haben, dass ihr einander kennenlernt, dass ihr wisst, hey, wer ist bei dieser Challenge dabei. Und ja. Ich freue mich unendlich fest. Ihr seht auf der Webseite, wie viel das eigentlich der Wert ist und wie viel ihr jetzt zahlt. Also wir haben bei der Challenge 1.0 999 Franken und bei der Challenge 1.1 sind es 1799, was ein super Preis ist für das, was ihr alles bekommt. Ihr kennt mich, ich bin jemand, der nicht viel über das redet, aber ich will wirklich sagen, wir sind mega fair, was das anbelangt. Also wir konnten euch einen unglaublichen Rabatt rausholen. Und ihr bekommt auch noch jenste Goodies über, die ich noch nicht alle verraten will. Aber ihr seht auf der Webseite wirklich vieles. Ihr bekommt jenste Online-Dateien auch über. Ihr bekommt einen App-Zugang über. Wir können dort rein, machen wir eine private Gruppe, wo ihr euch austauschen könnt, wo ihr jederzeit Fragen stellen könnt. Und ich glaube, das ist wirklich Gold wert. Also, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn nicht, meldet euch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!